Hallo, hey, wie geht's? Wir starten heute wieder in eine neue Challenge und zwar in die Endlos-Herausforderung mit Luigi. Mario hat das ja schon gemacht und einen tollen Rekord von 30 Leveln aufgestellt, aber sein Bruder dachte ich und er gleichzeitig, ah, das können wir besser. Und deshalb wird mein großes Ziel heute sein, die 30er-Marke zu knacken. Es kann daher sein, dass ich etwas schneller die Level skippe, als es noch mit Mario der Fall war. Oh, wobei, warte mal, ich sehe gerade, bei Luigi gibt es einen eigenen Rekord, der wird gar... Ah nee, doch nicht, wir sind noch auf leicht. Ah ja, okay, fließt doch gemeinsam. Also, man sieht's oben rechts, Rekord 30 und Luigi möchte den Rekord seines Bruders um jeden Preis knacken. Das ist die Nummer 1 Priorität. Neues Spiel, los geht's. Was für Mario? Ja, das hat jetzt aber schon übernommen, dass ich Luigi ausgewählt habe, oder? Nicht, dass wir das jetzt aus Versehen mit Mario starten. Oh nein, das wäre ja blöd jetzt. Nee, passt schon. Alles klar. Nintendo hat sich nur einfach nicht die Mühe gemacht, das umzuändern. Bisschen peinlich, aber was soll's. Oh, scheiße. Was ist das denn? Direkt zu Beginn. Oh, warte. Lass erstmal die Bob-Bombs machen. Im Grunde helfen die mir ja zu Beginn. So, die 10er-Coin habe ich jetzt zwar nicht gekriegt. Dafür lebe ich aber noch. Der Baumeister hat auf jeden Fall Ahnung, was er hier macht. Oder auch nicht. Boah, das sind auch noch Zielsuchkugelwillis, ne? Ich sehe nichts. Kann ich da unten stehen? Ja, ich kann da stehen. Okay. Boah, Bruder. Oh nein, die machen jetzt den Boden kaputt. Das darf natürlich nicht passieren. Nein, 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 nein. Ich gehe kurz aus dem Bild raus. Vielleicht hilft das was. Oh, Junge. Was für ein Risk. Aber es hat sich gelohnt. Was ist denn jetzt bitte los? Okay. Was ist das für ein Beginn? Aber wir scheinen das erste Level geschafft zu haben. Luigi hat keine Furcht gezeigt. Und ist einfach durchgehuscht. Oh, warte. Nicht zu früh freuen. Jetzt kommt wieder ein Blindjump-Scheiß. Oder? Also eigentlich muss ich da doch runter können. Ganz im Ernst, wenn ich hier jetzt sterbe, ist das einfach nur mega ätzend. Weil den Sprung schaffe ich niemals. Ich muss da runter. Ich habe ihm nicht vertraut. Ich bin im letzten Moment abgesprungen. Und natürlich hatte ich Pech. Wäre in dem Moment die richtige Farbe aktiv, hätten wir überlebt. Mann! Wir waren eigentlich durch mit diesem Scheiß. Na gut, machen wir es nochmal. Leider gibt es hier keine Coins, also ich kann so gut wie... Ach Moment, es gibt ja sogar eine... Das sehe ich ja jetzt erst. Es gibt eine Zielbedingung. Wie ihr mir hier auch gerade schreibt. Nee, dann skippen wir das. Verdammt. Absolutes Mülllevel. Und die Zielbedingung ist triggernd ohne Ende. Ich habe das jetzt wirklich nicht gesehen. Aber okay. Nicht so schlimm. Wir hätten es sowieso nicht geschafft. Ein Leben ist halt jetzt weg. Nur noch 14 sind über. Wir müssen einmal in einen Rutsch kommen. Wie mit Mario. Dass man das aber auch immer übersieht mit dieser scheiß Zielbedingung. So, jetzt müssen wir Meowser besiegen. Kann natürlich auch passieren, dass Luigi jetzt eine Komplett-Eskalation hinlegt und kein einziges Level schafft. Boah. Wäre aber schade. 70 Münzen. Man musste alle 70 Münzen sammeln. Teilweise waren die in dem Eis drinne, also du musst die Bob-Oms dahin locken und so. Da sage ich nur nein, danke. Boah. Und hier brauchen wir alle Keys. Es gibt kein Power-Up, im Ernst? Oh Mann, nein. Ich gehe nochmal raus. Wie lange streamst du? Kein Plan. So lange, wie ich streame. Ja, so. Rennen! Also ein bisschen Erfolg will ich natürlich heute schon haben, aber... Ich weiß nicht, ob es gelingen wird.
Bin einfach bei 80. Als ob's. Schick Screen. 80 Level im schweren Modus geschafft, laber nicht. Oh, ein Bum-Bum, na klar. An sich müsste man ja wissen, was zu tun ist. Und ja, der Bum-Bum ist eigentlich Standard. Also ich darf hier nicht versagen. Und ich tue es auch nicht. Eine Röhre noch. Wie konntest du das übersehen? Ja, weiß ich nicht. Die Bob-Ombs haben mich so übermannt. Das war das Problem vorher. Die Bob-Ombs. Okay, der Raum ist chillig. Hier kann eigentlich nichts passieren. Wobei Luigi gerade aus irgendeinem Grund weiter geschlittert ist. Aber er spielt sich ja genauso wie Mario, ne? Boah, ich bin schon übelst aufgeregt. Einfach weil wir auch bisher nur Level haben, wo man quasi an keine Coins rankommen kann. Und wir müssen uns ja ein kleines Polster aufbauen. Ich brauche dringend Leben. Aber ja, dieser Spielmodus ist halt auch zum großen Teil einfach nur Glück. Jetzt gibt's wenigstens mal ein Power-Up, aber wir müssen ja auch Meowser besiegen. Und das wohl nur mit der Katze. Ja, ist so. Na, klasse. Ach komm, das muss doch nicht sein. Wie viel Hits braucht er denn als Katzen-Luigi? Aber eigentlich können wir hier nicht versagen, ganz im Ernst. Wir können nicht versagen. Da muss ja schon mächtig was schief gehen jetzt. Oh, ist das ätzend. Oh, Luigi, mach ihn fertig. Sag mir jetzt bitte nicht, dass er so viele Hits braucht wie bei einer Feuerblume, weil dann kann das ja noch 5 Stunden so weitergehen. Na? Ist es unterhaltsam für euch? Hoffe ich doch. Und wieder frage ich mich, warum ich mir das eigentlich antue. Und ich kann ja schon mal sagen, wir werden auch Multiplayer weiterspielen bis Rang S. Habe ich auch beschlossen, ziehen wir durch. Aber heute erstmal endlos Herausforderung mit Luigi und wir kriegen ein Leben zurück. Immerhin, vielen Dank. Also alles wieder auf Anfang, wir haben alle 15 Leben und dafür ein Level geschafft. Jeder hier sollte Domi abonniert haben. Ja, das ist richtig. Bin ich aber auch der Meinung. Ich bedanke mich bei Merlon für eine Schweizer Münze. LP mit Lucky ist Mitglied geworden. Iced Backpack hat eine Münze donated. Linda, Erdhuter 10. Noch ein bisschen in den Livestream reinschauen, bevor ich um 17 Uhr arbeiten muss. Nice. Sonntag? Okay. Ich hoffe, es gibt wenigstens schönen Aufschlag. Mika, 2 Münzen, dankeschön. Hab eine Wette mit Luga verloren. Gut für dich. Kein Plan, wer Luga ist, aber wenn es gut für mich ist, dann passt ja. Achso, wegen den 2 Münzen oder was? Ah ja, alles klar, alles klar. Verstehe. Nächstes Level. Nächste Chose. Das war Mario, ne? Mario wird da abgebildet. Okay, das fand ich dann doch schon ganz schön, aber muss das ein Scrolling-Level sein? Oh, ja. One-Off-Blöcke, na klar. Komm, Luigi. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen unruhig, muss ich echt gestehen. Solange ich so wenig Leben habe, bin ich extrem unruhig bei der Challenge. Muss in das Gameplay übel zur Ruhe reinbringen, weil sonst kann es nur schief gehen. Oh nein. Können wir hier ein bisschen abkürzen? Das meine ich. Das meine ich. Das passiert nur wegen Aufregung. Kompletter Schwachsinn war das. Wollte frühzeitig auf den scheiß Koopa drauf, um sofort nach links abzudriften. Komplett lost. Meine Fresse. Aber die Anspannung macht's auch aus. Dieser Modus ist teilweise wie eine Droge. Bisher ist es nicht schwer, es ist einfach nur diese Konzentrationsschwierigkeit, die ich gerade habe. Ach komm, wir machen einfach hier ganz normal. Oh, Christ. Ja, komm rüber. Hallo, Digga, komm doch! Warum kommt der nicht?
Okay, Checkpoint, immerhin. Müssen die jetzt runterfliegen? Dieses Scrolling macht einen aber auch kirre. Diese permanente Bewegung nach oben, Alter. Bin ich gar nicht mit klar. Oh! Help! Und wieder keine Münzen. Außer diese 10er da ganz am Anfang. Shit, ich sehe nichts! Bruder, WTF. War das knapp. Bitte sag mir, dass das Ziel ist. Kommt's oder kommt's nicht? Nein. Oh no. Muss ich da oben lang? Glaube ja. Yes, da ist das Ziel. Komm, gib mir ein Leben. Oh nee, ich habe ja nur ganz wenig Punkte geholt. Okay, shit. Shit, das Scrolling-Level geht dann noch klar. Ja, ja, ich fand's auch nicht schwer. Es war diese dumme Aufregung mit diesem absolut schlechten Sprung. Ja, muss ich akzeptieren. Hauptsache am Ende doch noch geschafft. Schauga, auch mal wieder da. Hallöchen, hallöchen und danke für den 50er. Immer wenn du da bist, dann... Donation-Bombe. Ist da. Willkommen, mein Lieber. Und Rosa Katakuri, danke für eine Münze. Lieber Zippy, kamen zwei rein von Trafo. Das Projekt, das heute Abend startet, wissen Mitglieder, mein Lieber. Einfach Kasi, danke für den 10er. Einfach mal ein Danke, macht man viel zu selten. Stimmt, aber ich glaube, das gilt für uns alle, oder? Wir alle könnten, glaube ich, mal unseren Mitmenschen und so häufiger mal danken für dieses und jenes, was wir für selbstverständlich halten. Also ich glaube, da kann sich keiner rausnehmen. Alles gut. Sieht nach einem Mülllevel aus. Doch, wie schwer ist es? Münzen! Warte, kommen hier jetzt eigentlich unendlich Münzen raus? Ich meine, dann kann ich hier ein bisschen chillen, oder? Lol. Ne, jetzt hört's auf. Und wenn ich resette? Ist das überhaupt eine Reset-Tür? Ja, doch. Was? Okay, ich hätte dem scheiß Pfeil vertrauen sollen. Selber schuld. Und es kommen auch keine Münzen mehr. Nein, daran hat Nintendo gedacht. Ah, ich Idiot. Komm, wir schmeißen mal den Koopa da lang. Aber folgen nur langsam, langsam, langsam. Ja, da geht's. Bewegen sich die? Nee. Also hier stirbst du eigentlich nur, wenn du wieder einen extrem schlechten Sprung hinlegst. Aber da stehe ich jetzt drüber und hier sind zum Glück Pilze. Okay. Ist auch irgendwo der Schlüssel? Nein. Okay, den Pilz lasse ich mal übrig. Zumindest versuche ich das. Ja? Lauf ruhig vor mich her. Nee. Er ist noch da. Tip-Top-Level, ihr seht das. Na komm, mach. Luigi. Nicht zu schnell. Oh yes, wir haben alle drei Leben voll. Durch den Powerblock. Okay, ich muss das Level auf jeden Fall schaffen. Dann kommt wieder ein bisschen Ruhe rein hier. Dann haben wir 17 Leben. Eine Feuerblume. Ja, okay, die wäre hier auch gewesen. Danke für ein neues Video. Ja, so ist zum Beispiel, meine ich. Dankeschön, Dankeschön. Allerdings muss man das jetzt natürlich nicht in die Kommentare posten oder so. Also das meine ich damit nicht. Weil das dann ja auch schon wieder ein bisschen Spam dann ist, wenn es irgendwie 100, 200 Leute schreiben. Es reicht schon, wenn ihr es denkt so oder gelegentlich jetzt im Stream-Chat mitteilt. Aber halt nicht in den Kommentaren von hochgeladenen Videos, dann ist es ein bisschen too much. Manchmal ist Nintendo schlau. Ja, das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass sie das gedacht haben. Mit der Reset-Tür. War mir ziemlich sicher, dass da nochmal Münzen rauskommen würden, aber war nicht so. Und bin ich jetzt eigentlich wieder am Anfang des Levels?
Ja, stimmt, man braucht ja auch beide rote Münzen. Och, komm, was ist das für ein Mist? Ich muss diesen Shit einfach zweimal machen. Denselben Mist nochmal. Wo ist denn überhaupt die Tür, die man mit dem Schlüssel dann öffnen kann, den man bekommt? Ich habe bisher keine Tür gesehen. Ihr etwa? Ist das ein Krampf? Wer denkt sich sowas denn aus? Einfach zweimal dasselbe. Ach, da ist die Tür, okay. Junge, Junge. Wahrscheinlich habe ich dann am Ende sogar Zeitprobleme. Ja gut, aber ich sollte froh sein, denn es scheint doch recht einfach zu sein. Es ist zwar langweilig, aber einfach. Und das ist dann doch etwas wichtiger. Zumindest hier am Anfang. Tach, bist der Beste. Vielen Dank. Viel Spaß beim Stream. Kleinen anfänglichen Problemen habe ich mich, glaube ich, auch langsam gefangen. Bin ich früh genug? Oh, doch, doch. Viel ist hier noch nicht passiert. So, jetzt unten lang, ne? Ja. Okay, wir haben den Key. Hoffentlich ist es jetzt auch zu Ende. Nicht, dass er jetzt ausrastet oder sowas. Aber ich denke nicht. Hey, zumindest gibt es drei Leben für das Level. Ja, denke ich mir halt auch. Denke ich mir halt auch. So, komm, Ziel. Beende den Schmarrn hier. Yes. Okay. Danke, dass du auch für Remaster Thousand Year Door bist. Je mehr bekannte Leute das teilen, desto höher ist die Chance auf ein Remake. Natürlich, ist mein Lieblingsspiel. Paper Mario 2 ist mein Lieblingsspiel. Selbstverständlich bin ich dafür. Und ich halte es auch für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es kommen wird. Also zumindest habe ich bis zur nächsten Paper Mario Ankündigung Hoffnung. Wenn ein anderes Spiel kommt, okay, dann kommt es vielleicht nicht. Aber solange nichts angekündigt ist, kann man durchaus auf Paper Mario 2 Remake hoffen. Takashi Sato X2, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Und Schauga, nochmal mit dem Fufi mit der Frage, Lieblings-Soundtrack, jetzt ever? Oder von Mario Maker? Denk mal, du meinst ever. Oh, da gibt's einige, ich kann mich da mit Sicherheit nicht auf einen Track festlegen, aber der Afrika-Song aus Donkey Kong Country, Tropical Freeze zum Beispiel, Wind Waker Main Theme, also auf der Hohen See, Ori and the Blind Forest, diese heftige Musik, wenn es abgeht in den Dungeons und so, also wenn irgendwas eskaliert, ich weiß gerade nicht den Namen. Ach, doch hier, Nibel of Light, glaube ich, heißt das oder irgendwie so. Dire Dogs, Mario 64 und noch viele, viele weitere. Ich könnte mich niemals auf einen Lieblingssoundtrack einigen, glaube ich. Next Level! Nee, Good Omens sagt mir nichts. Habe ich nicht gesehen. So, was ist das? Das schaut ja schon mal nicht so verkehrt aus. Und vor allem gibt's Coins. Level wirkt bisher aber etwas zu leicht. Ich traue dem Braten nicht. Ja. Jetzt kam dann schon ein bisschen Randomness mit rein. Oh, holy Scheiß Christ! Oh mein Gott! War das knapp! Bin auch nur geblieben, weil ich mir sicher war, da kommt ein Pilz, aber nee. Kommt da nicht. Erst auf die 10er Münzen, ich lass das bleiben. Haben wir hier noch was? Nope. Okay, Münzregen, gönn dir. Gönn dir! Wärst du für Mario Odyssey 2? Sicher! Die Leute haben ja auch gesagt, dass sie noch einige Ideen gehabt hätten. Also stünde einem zweiten Teil, glaube ich, nichts im Wege. So, hier warte ich lieber. Oder kommt der obere? Ja gut, der kann mir egal sein. Der obere kann mir egal sein. Oh, damn! Da musst du aber perfekt in die Lücke springen, ne? Level ist doch sehr schwer. Was? Was muss ich machen? Ach so, wir müssen den Goomba da durchlocken, durch das Ziel. Hier zu dem... Ja, okay. Kommt er nochmal? Oh, ist das nervig. Wir müssen den da durchbringen, den Goomba. Genau. Aber dieser blöde Pickelkäfer kommt doch!
Wie soll ich das denn machen? WTF? Ich verstehe das Rätsel nicht. Also an sich schon, aber wie kann er denn überleben? Oder soll der einmal links, rechts laufen? So? Nee, der fällt ja dann runter und dann stirbt er. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist Aktion? Ich glaube, ich werde das Level skippen, Leute. Leider. Leider. Ein Versuch noch, während er läuft. Lauf, 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 lauf. Nee. Er wird jedes Mal durch den Mancha gekillt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist mir ein bisschen zu ekelhaft. Mach mal nächste Level. Komm. Schade um die Münzen, aber... Ey, nee, kein Bock. Smash and pass. Erreiche das Ziel ohne getroffen zu... Ja gut, ich darf mich eh nicht treffen lassen, wenn ich klein bin. Hammer Power Up. Damit könnte ich die Bubus killen. Ich brauch's sowieso, sehe ich gerade. Ich brauch's ja sowieso. Paper Mario oder Animal Crossing Hype? Ja, natürlich Paper Mario, Mr. Matt. Selbstverständlich. Animal Crossing wird für mich blind. Ich verbinde damit eigentlich nichts. Ich freue mich drauf, aber... Paper Mario ist Paper Mario. Natürlich ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Aber was wollen sie jetzt hier? Ist das jetzt... Ja, rote Münzen. Okay. Vier Prüfungen kommen auf Luigi zu. Oder hat der Buhu die rote Münze? Geht das überhaupt? Kann man Münzen Gegner geben? Weiß gar nicht. Scheint aber wieder ein sehr langes Level zu sein. Ich darf mir keinen einzigen Gegentreffer leisten. Das ist schon ein bisschen Belastung. Also ich spüre den Druck. Spürt ihr ihn auch? Lieblings-Paper Mario 2 Track. Ich denke... ich will nicht spoilern. Erste Form Final Boss, sagen wir es mal so. Oder halt Rohlingen. Die sind beide auf jeden Fall krass. Oder auch Koopa... Wie heißt das? Koopaheim? Erste Stadt quasi, nach Rohlingen. Diese drei würde ich mal so nennen. Um was geht's bei Animal Crossing? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so recht. Ich gehe da wirklich ohne Ahnung rein. Es scheint eine Lebenssimulation zu sein. So Minecraft-mäßig ein bisschen. Harvest Moon, Minecraft-mäßig. Aber pff, keine Ahnung. 50er Münze lasse ich auf jeden Fall sein. Ich werde doch eh getroffen, früher oder später, oder? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das ganze Level ohne Treffer schaffe. Wenigstens kann man die Knochen trocken komplett killen. Mit dem Hammer. Müsste hier mal kurz durch. Hä, ich habe hier aber keine... Ich habe keine rote Münze gefunden. Geht's noch weiter? Ah ja. Was soll denn der Scheiß? Komm, ist doch auch viel zu hart, oder? Ist doch auch viel zu... Kann man den mit dem Hammer one-hitten? Nein, kann man nicht. Also Riesenbum-Bum ist schon nochmal ein Problem, finde ich. Andererseits, ich muss nur ausweichen. Und dann mit dem Hammer zuschlagen. Und dann draufspringen, alles klar. Oh mein Gott. Das wird echt heftig. Ich habe jetzt erst die Hälfte. Liebe deine LPs, bist der Beste. Danke, Nintendo Master. Und Taktik für eine Münze. Wir müssen das packen, Alter. Es ist heftig, aber wir müssen es packen. Die Leistung beim Bum-Bum war zumindest schon mal nicht so schlecht, oder? Aber ich bin immer wieder zu haben für einen dummen Random-Fail. Kennt mich, Leute. Moment mal, was ist das für ein Scheiß?
Was? Du musst doch irgendwo ein P-Switch sein. Hä? Hier geht's auch noch rein? Ist hier der P-Switch? Ja. Geht aber nur auf Zeit. Belastend. Höchst belastend. Aber nicht irgendwie rasen oder so. Moment, das kann es sein. Oder? Ist das wirklich? Nein. Den muss doch irgendwie mitnehmen können. So schnell ist man gar nicht. Ich habe keinen Bock, da jetzt runterzufallen. Natürlich kann ich ihn mitnehmen. Was bin ich denn für ein Affe? Warte. So. Ganz einfach. Bin zu dumm. Wie wäre es, wenn ich vorher nachdenken würde? Oh, zum Glück bin ich noch drauf gekommen. Stell dir vor, ich wäre einfach losgerannt. Das hätte man niemals geschafft. Sieht aber cool aus, wenn man das Teil da in der Glasröhre transportiert. Luigi hat mir zugestimmt. Yep. Ehre, Luigi. Ehre. Wo ist die rote Münze? Ich glaube, ich hätte die Münze nicht einsammeln dürfen, oder? Mann, ich hasse dieses Level. Was ist das denn für ein Mist? Ich glaube, man hätte hier irgendwie anders hochgemusst. Aber Moment mal. Ich glaube, wir können es trotzdem noch schaffen. Auch wenn es so nicht gedacht ist. Doch, das ist möglich. Nein, ist doch nicht! Aber die rote Münze ist ja auch nicht da. Alter, ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Was machen wir jetzt? Ich komm da nicht hoch. Bin tot. Ja, dann lieber skippen als umbringen, ne? Das ist so eine Scheiße. Das Trampolin. Ah, hast recht. Das Trampolin, ja. Man hätte beides mitnehmen müssen. Aber man kommt ja nicht mehr zurück. Man kommt nicht mehr zurück. Ich muss daran alles denken. Ist ein bisschen unfair gewesen. Scheiße. Mario hatte ein bisschen mehr Glück mit den Leveln, du. Zumindest am Anfang. Komm, lauf, lauf! Okay. Hatte das Trampolin halt schon völlig vergessen, weißt du? Ich dachte, das wäre nur so Trolling. Weil alles auf den P-Switch ausgelegt war. Was soll das jetzt? Welche geisteskranke Seele hat diesen Scheiß gebaut? Aber ich bin selber überrascht, dass ich noch am Leben bin. Betonung auf noch. Warte, hier ist das Ziel! Als ob. Als ob. Come on, hätte keiner von euch geglaubt, oder? Hätte keiner von euch geglaubt. Und vor allem, perfekt, wir kriegen 3 Leben für den Sieg. Fahnenstange erreicht. Yes! Kannst du Wirbelsprung nicht mit Anlauf machen? Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, ich weiß gar nicht. Aber ist egal, das Level war eh ultra Mist. Bin froh, dass wir das geschafft haben. War schwer, kriegt aber auch ein Like, weil es echt gut war. Tibor, vielen Dank für deine VIP-Mitgliedschaft und willkommen. Genau so geht das gleiche auch an CR Lux Lux.
Willkommen, ihr zwei. Luca 2.0, danke für 5 Münzen. Schaue dich jetzt einfach schon seit 2013 und bin echt überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Bist du newer Mario Bros. Wii Plus spielen? Wie gehört, weiß ich nicht, was das ist. Wenn es einfach nur eine Erweiterung von newer Wii ist, mit ein paar Änderungen, dann nein. Aber ein komplett neuer Hack, ja, wenn er gut ist, muss ich mal schauen. Ich habe jetzt die Hacker-Szene in letzter Zeit gar nicht so sehr verfolgt. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Keep sliding. Na gut, dann machen wir das mal. Aber es wird kein Automatik-Level sein, oder? Und was ist, wenn ich doch stehen bleibe? Weil ein Zeitlimit haben wir ja nicht. Gibt sogar einen Mond. Wenn man den berührt, sterben alle Gegner, ne? Das habe ich mittlerweile gelernt. Was ein unnötiger Tod das gerade war. Muss das sein? Na komm, wir haben ja schon 2 Leben hier verschwendet. Ich glaube, ich wechsle. Ich wechsle. Die Eiszapfen fand ich jetzt ein bisschen lächerlich, weil das kannst du ja nicht sehen. Und wie ich am Anfang bereits sagte, voller Fokus auf die 30. Luigi will es um jeden Preis schaffen, Marios Rekord zu knacken. Jetzt kommt aber ein Red Coin Hunt. Okay. 4 Stück. Ja klar, dass wir auch auf so eine Scheiße treffen müssen. Unsichtbare Blöcke, ich liebe es. Nein. Nein. Wirklich nicht. Ich muss schon das Gefühl haben, okay, das kann ich schaffen. Oh Mann. Why are you still here? Ja! Ich weiß auch nicht! Warum ich noch hier bin? Keine Ahnung. Weil ich wahnsinnig bin. Oh Gott, nein. Und der Hintergrund tut voll im Auge weh, hier mit den Sternen. Das irritiert total. Lol, hier kann man abkürzen. Hätte ich nicht machen sollen, war mir ja klar. Und du schaffst es noch, du schaffst es noch, du schaffst es noch! Was? Next. Luigi, du brauchst jetzt langsam wieder Glück. Die aktuelle Phase ist ziemlich belastend. 4 Leben weg. Mario und Friends, Coin Hunt. Sammle alle 10er-Münzen. 5 Stück sind's. Nicht schon wieder sowas. Bitte, bitte nicht noch mehr unsichtbare Blöcke. Wobei, der war wenigstens gekennzeichnet. Lakitu. Ich hab ihn. Reiseblöcke sind so unnötig. Ja, ist halt so. Das ist halt in so einer Challenge auch ein sicheres, verlorenes Leben. Ohne wirklich was dafür zu können. Weil woher willst du es denn wissen, dass es ein Kaizo-Level ist? Oder zumindest Kaizo-Blöcke featured. Also 4 Leben haben wir jetzt echt durch Pech verloren. Und auch das wird nicht so leicht. Weißt du ja was Böses? Ja. Boah, ich schmeiß immer noch. Ich weiß nicht, ob man hier in irgendeine Röhre rein kann. Wenn, werde ich mich am Ende ärgern, aber ich sterbe wahrscheinlich sowieso vorher. Kann das mit den unsichtbaren Blöcken jetzt mal bitte aufhören? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Warum sind solche Level denn nicht in sehr schwer? Nochmal. Sammle alle Münzen in einem anderen Level. 131 sind's. Wir haben nur 8 Sekunden Zeit? Ja, ich muss wirbeln, ja. Schon verloren. Kann man schon nicht mehr schaffen. Ja.
Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn wir wirbeln und wir kriegen auch 3 Leben. Ich zieh durch. Hier versuche ich durchzuziehen. Wirbel, wirbel, komm, mach. Schneller. War ein bisschen langsam am Anfang. Komm, Luigi. Kleiner Kick. Oh, das sieht gut aus. Das sieht trotzdem gut aus. Eine Sekunde noch, komm schon. Mann! Gibt's doch nicht! Man darf keine einzige Sekunde verschwenden. Ich glaube, erst wirbeln, wenn man da bei der ersten Münze ist. Ja, ja, doch, das sieht noch mal besser aus als beim letzten Mal. Komm, jetzt müssen wir es schaffen. Okay, okay. Aber wieder nur eine Sekunde, genauso wie vorher. Verdammt! Ach, dann skip, bevor ich hier verrecke. Das sieht schlecht aus. Und der Salzkristall platzt gleich. Cloud Love. Mario hatte sogar richtig viele Level, die ich auch geherzt habe. Okay, das war halt auch noch im Release-Zeitraum. Ich glaube, der Pool mit Müll ist jetzt deutlich größer. Aber das schaut bisher in Ordnung aus. Lass mal abwarten. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Okay. Darf ich hier überhaupt hoch? Ja, nicht, ne? Gut, warten wir mal, was die Bob-Ombs weg sind. Und huschen hier durch! Okay. So, ich bleib mal möglichst weit unten. Das scheint mir klüger zu sein, als hochzuspringen. Andererseits die Münzen. Die Münzen zeigen hier... Nee. Haben mich ein bisschen fehlgeleitet. Aber noch ist alles in Ordnung. Hast du einen Schlüssel? Komm her, du Dödel! Ey! Er hat keinen Schlüssel. Achtung, Salty. Ja, aber ist doch auch verständlich, oder? War mir so sicher, dass wir das packen können. Oh, warte mal. Da darf ich jetzt nicht rein. Sonst bin ich tot. Ich glaube, ich bin so oder so tot. Weil wisst ihr was? Der Monty muss da rein. Der Monty muss da rein. Anders, ja. Anders kommst du nicht an den Schlüssel. Was für eine blöde Scheiße ist das denn schon wieder? Und ich kann nicht resetten, ich kann nichts. Nee. Down. Tolle Challenge, wenn man alles skippt. Tja, hättest du am Anfang mal zugehört, Pupsi, dann hättest du es auch kapiert, worum es hier geht. Ich versuch's nochmal. Weil auch wenn das jetzt fies und unvorhersehbar war, ich glaube, dass das Level trotzdem machbar ist. Ob wir wieder irgendwas Kaizo-mäßiges bekommen? Stelle ich mich lieber dem hier. Also zumindest mal noch über diese Monty-Passage hinweg. Mal schauen, was danach kommt. Also, man darf ihn nicht killen. Ich dachte halt, er hätte den Schlüssel, weil der halt auch so schwierig zu killen ist, ne? Aber nein! Der muss hier rein. Na, komm. So, ja. Und jetzt rüber. Mann, mach schon. Warte, wir machen das so, Kann der jetzt da nicht runterfallen, oder was? Doch, er wird immer langsamer, und jetzt haben wir den Key. Okay, drückt die Daumen, dass das jetzt nicht eskaliert. Oh Mann, mit der Feuerblume muss man jetzt bedenken, dass die Bälle nach oben springen. Gemein. Oh shit. Oh shit.
ETF. Muss ich nach oben? Oh, ein Leben. Geil. Das ist das Ziel. Ehre. Gut, dass wir durchgezogen haben. Aber halt auch keinen Gewinn gemacht, was Leben angeht. Level war okay, aber ich fand das mit dem Monty ein bisschen zu krass, deswegen kein Like. Jetzt erst 5 geschafft. Help. Auf was Schönes und schönen Sonntag. Danke, Domtendo Crew, für 3 Schweizer Bützlis. Und über Tippi kam von Megasonic 3 Münzen. Hi Domi, an bei 3 Münzen für Eis. Und danke, falls du meine Ratschläge per E-Mail verfolgst und verstehst. Ich würde an deiner Stelle Dicker64 in die Hall of Fame packen. Ja, kommt noch rein, kommt noch rein. Mr. Java 98, danke für 5 Münzen. Hey Domi, endlich ein Stream, der mich vom Lernen abhält. Mach weiter so. Gibt's Kelp eigentlich noch? Ja, aber das Lernen nicht ganz vernachlässigen. Das wäre nicht gut. Und selbstverständlich gibt's ihn noch. Also er wurde nicht von einem Panzer überrollt oder so. Sammle mindestens 50 Münzen. Okay, ich versuche es. Bringt ja nein. Bringt nur mit Flügeln, ne? Jetzt noch eine. Unsichtbarer Block. Direkt das nächste Geisterhaus. Hoffe in besser. Weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll. Wieso spielst du als Luigi? Weil Luigi den Rekord von Mario übertreffen möchte. Oder wollte. Mittlerweile will er nur noch nach Hause. Was ich sehr gut verstehen kann. Okay, aber bis auf die Scheißstelle am Anfang geht's jetzt einigermaßen. Oh. Aber mit Anlauf kommst du da eigentlich auch ganz drüber. Ja. Oh mein Gott. Und wir brauchen einen Schlüssel. Juhu! Oder erstmal einen P-Switch für die P-Switch-Tür. Und einen Yoshi für den P-Switch. Oh, come on. Ist er hier? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Yoshi macht einiges einfacher. Die Blume versuche ich mal hier zwischen zu lagern. Und wir können das Level schaffen. Ich sehe, mehrere haben das mit der Challenge nicht kapiert. Also Leute, nochmal. Es geht einzig und allein darum, den Rekord von Mario zu brechen. Es geht nicht darum, auf Krampf die Level zu schaffen. Zumal ich keinen Bock habe, die ganze Zeit versteckten Blöcken auszuweichen. Das Ziel ist 31 Level schaffen. Egal wie. Es kann sein, dass ich irgendwann noch eine No-Skip-Challenge oder was auch immer mache, aber das ist nicht heute. Und wenn wir mit Luigi durch sind, machen wir das auch nochmal mit Toad und Toadette. Und am Ende wissen wir, wer der krasseste von den Vieren ist. Wer hat die meisten Level geschafft? Dann komm mal mit hier. Egal. So, komm, jetzt haben wir es auch geschafft, oder?
mal Replay von Wind Waker. Ja, habe ich durchaus Lust. Ey, das ist kreativ. Den Raum feiere ich. Checkpoint? Es geht noch... Es geht noch eine halbe Stunde weiter? Oh nein. Bruder. Was soll das? Jetzt komme ich doch da gar nicht durch ohne Treffer, oder? Wie soll denn das möglich sein? Es geht nicht. Ich glaube, der wollte sicher gehen, dass man den Yoshi verliert. Weil? Warte mal. Es war alles nur Betrug. Hier passiert einem gar nichts. Von Helm? Okay. Toad und Toadette schaffen das. Wahrscheinlich wird Toadette am Ende die meisten Siege haben. Wie immer. Jetzt haben wir auch noch ein Zeitproblem. Oh, fuck. Komm, gib schnell den Schlüssel her. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Rote Münzen? Im Ernst? Da war noch eine, oder? Da war, glaube ich, noch eine ganz oben. Ich hoffe, der hat den Checkpoint nicht gesetzt, weil das mit dem Zeitlimit viel zu eng ist und man das ohne gar nicht schaffen kann. Obwohl, nee, er muss das Level ja vom Start aus durchspielen. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, komm, 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 komm! Unten war die Tür, ne? Oder? Wo war die scheiß Tür? Ach so, scheiße, ich bin ja noch in dem anderen Bereich. Ich muss in den anderen Bereich zurück. Wie geht das? Wie geht das? Wie komme ich zurück? Ach so, wie wär's mit der Tür? Lol. Ende des Levels wird fies, pass auf. Wieso, kennst du das Level? Nee. Zwei Leben, beste. Windbreaker fände ich auch gut. Gibt nichts Besseres dazwischen. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Das Level kriegt sogar ein Like. Der Anfang war zwar böse, aber alles andere geht klar. Astronaut Wodka. Danke für 2 Münzen über Tippi. Bin zwar schon über 20, aber schaut euch immer noch gern. Bei dem Wetter letztens konnte man ja auch kaum schlafen. Ja, echt so. Ich bin wieder mal in den Keller gegangen zum Pennen. Konnte deshalb eine Sauna aufmachen. Same. In meinem Zimmer. Hier übrigens ein Cocktail für dich. Dankeschön. Bei mir ist auch immer Sauna. Standardmäßig. Ist echt heftig. Next Level. Hammer Time. Aber ich habe so Angst, weil... Wir kein Puffer aufbauen irgendwie. Wir kriegen keine Leben. Und Pech mit den Leveln. Ist einfach nichts dabei, wo du One-Ups farmen kannst. Ho, ho, ho. Weihnachtsmann kommt. Remake von Breath of the Wild. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen länger warten, bis das kommt. Oh, was soll denn das? Scheißdreck wieder mal. Okay. Aber auch hier habe ich ein Gefühl, dass wir es schaffen können. Gibt es da unten was? Warst du wieder bei Bräuniger? Nee, 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 nee. Warum? So oft bin ich auch nicht in Nürnberg. Ey, schon wieder so eine Scheiße! Ich hab keinen Bock auf unsichtbare Blöcke, was soll das? Ist total unfair. Mach nicht diesen, ey. Hör auf. Muss man da hoch? Nein? Muss man... Nicht. Schon, Alter. Perfekt. Mal wieder ein Designer am Werk hier. Hm.
Luigi ist so ein Pechvogel, selbst in diesem Spiel. Ja. Man kann schon auf bessere Level treffen, definitiv. Ist natürlich jetzt gerade blöd gelaufen. Aber was willst du machen? Aufgeben will ich deswegen nicht. Oh Mann, leg doch die blöden Dinger hin einfach. Es ist auch gerade hier übrigens wieder mega heiß. Ich glaube, ich mache einfach das Fenster aus. Egal, ob die Leute das hören. Mir wurscht. So. Zumindest kippen muss ja wohl drin sein, oder? So hot. Skillies am Start. Ja, es war aber auch wirklich gemein. Du musst da ja wirklich den Sprung auf den Kugelwheel perfekt timen und gleichzeitig den neuen ausweichen. Also am besten ist es, wenn du das hier... Ja, okay, ist doch einfach. Dann war ich wohl lost. Alles klar. So, hier hatte ich wieder Angst wegen unsichtbarer Block, aber... Passt. Und gib mir ein Leben. Warte, was passiert jetzt? Ach so. Und boom. Ja, komm her, Mann. Komm her. Ich geb dir. Falsche Seite. Aber Treffer. Luigi hat heute keine Ferien. Nö, der wollte unbedingt Mario übertreffen. Aber er fragt sich mittlerweile wahrscheinlich selber, was für eine blöde Idee das eigentlich war. Scheiße. Alter, jetzt gib ihr doch! Kann doch nicht sein. Luigi, du Keck. Okay. Bei mir regnet es. Ja, ja, doch, hier auch. Aber das Haus ist einfach noch von den heißen Tagen so überhitzt. Der PC ist ja auch nicht gerade ein Kühler. Deswegen ist es hier leider trotzdem sehr heiß. Obwohl es draußen vielleicht 20 Grad hat oder so. Es donnert sogar. Was? Erstmal noch Gucci-Shirt in der Kamera flexen, als ob ich wollte nur mich abkühlen, ohne Scheiß. Es ist wirklich heiß. Next Level. Bei mir regnet es. Also es tröpfelt hier nur, aber es ist schön kühl. Ich spür's schon. Es kommt von rechts. Schöne, kühle Luft. Welt 5-2. Okay, also das ist ein Level von jemandem, der ein ganzes Spiel baut. Das könnte ein gutes Zeichen sein, weil diejenigen ja zumindest Wert auf Level-Design legen. Aber ich hab doch jetzt schon verkackt, oder? Komm doch jetzt nicht mehr darauf, weil ich die Münzen genommen habe. Ah, doch, okay. Oh, ich dachte schon, man muss auf diese drei Münzen drauf. Wieso ist der gestorben? Achso, wegen dem P-Switch, okay. Okay. 30er Coin. Die 30er Coin. Nein. Warte, lass ihn erstmal rübergehen. Lass ihn rübergehen. Ich gehe nicht ohne die 30er. Jetzt komm! Nein! Ja! Ich hab sie. Wuhu! Stopp. Warte, warte. Okay, und jetzt durch, komm! Mach! Ich komme doch nicht durch irgendwie! Lasst mich gehen! Yes! Was wäre gewesen, hätte ich es jetzt nicht geschafft? Muss ich mich dann umbringen? Beste Theme. Ja, ich mag die Musik auch. Die ist so chillig. Es beruhigt auf jeden Fall. Das Level ist okay. Da springe ich nicht rüber. Wobei, warte. Kann ich doch mit meiner Blume holen. Student.
War jetzt aber nur für Bonus, oder was? Na geil. Hä? Schlüssel? Ja gut, hier sind ja noch Türen. Bei mir ist es heiß wie Sau. Ist halt richtig belastend, weil das Zimmer übelst heiß ist und draußen eigentlich kühl, aber selbst wenn ich lüfte, es bringt mir nichts. Nach 5 Minuten ist wieder 30 Grad. Aber da ist der Schlüssel schon. Aber warte, nein! Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich dachte, ich könnte schon durchrushen. Wieder zu unvorsichtig gewesen, ich keck. Haben die noch einen Schlüssel? Ich brauche ja eigentlich 2. Der, den ich jetzt habe, der ist für diese Tür hier. Oh Mann. Ja gut, vielleicht ist es nicht so schlimm. Vielleicht schaffen wir das Level jetzt trotzdem gleich. Haben halt nicht mehr die schöne Musik. Wo war denn eigentlich die Schlüsseltür? Hier, oder? Ja. Komm, mach durch, mach durch. Ja, sieht gut aus. Yes! Sogar noch eine 30er. Aber wenn man auf die Zielflagge springt, kriegt er auch ein Leben, ne? Ja. Dann nehmen wir uns lieber das. Nintendo-Student. Stimmt. Stimmt, ich glaube, ab jetzt sage ich immer Nintendo-Student. Jetzt kriegt ein Like. Und auch ich gehe auf Likes. Wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Irgendwie bist du mehr am Ragen als mit Mario, schreibt Flo H. Ja, weil Luigi einfach die heftigeren Level hat, kommt mir zumindest so vor. Also gerade am Anfang sind wir mit Mario ja ganz gut durchgekommen eigentlich. Luigi hat da mehr Probleme, finde ich. Durchzug hilft da auch nicht. Nee, ich hab ja 3 Fenster so. Bodentiefe, hab alle aufgemacht, bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Einfach weil die Hitze in den Wänden steckt, gefühlt. First Try ist das Level. Ja, bitte sag mir, dass man es im First Try schaffen kann. Das soll es doch bedeuten, oder? Oder? Das Level ist von einem Deutschen. Vielleicht ist derjenige gerade in den Kommentaren. Junge, wenn du jetzt ein scheiß Level gebaut hast, dann wirst du blockiert. Pilz habe ich auf jeden Fall schon mal. Nur für Bonus, endlose Herausforderungsspieler. Ah. Irgendwie Angst, weil wenn so ein Level so heiß, dann kann es nur Trolling sein. Ah, das gibt eine Zielvorgabe. Nee, doch nicht. Aber vermutlich 3 große Münzen, die man halt optional sammeln kann. Hä, hey, was soll ich jetzt hier machen? Muss ich auf die springen, während die runterfallen? Ja, toll. Kam jetzt ein bisschen zu spät, der Hinweis. Beziehungsweise er kam gar nicht, muss das riechen wieder mal. Student Tendo. Aber auch ein Gucci-Shirt in schwarz. Ehre. An sich finde ich weiß, aber auch nicht schlecht. Hä, wie soll man das denn schaffen? Sollen wir skippen, Leute? Weil das ist irgendwie. Weiß ich nicht. So, keine Klimaanlage. Nee, ich war so dumm und habe keine verbaut. Ich will mir jetzt aber eine bauen. Jetzt bin ich. Scheiße. Ja, kein Problem. Ich will mir aber eine bauen, nur meldet sich einfach keine Firma zurück. Wahrscheinlich, weil sie so brutal ausgelastet sind, dass sie da nicht drauf angewiesen sind. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als diesen Sommer noch durchzustehen und dann halt im Winter eine einbauen zu lassen. Ist halt jetzt so. Ah, was soll das wieder? Ja, immerhin. Nein! Leben sehr leichtfertig hergegeben. I know. I know. Ja, auch wieder ein Level-Erbauer mit Bachelor. Einmal. Und nur ein Pilz, wirklich? Vorhin gab es eine Blume, was soll das?
Muss ich den Panzer wieder loswerden jetzt? Gefühlt ja. Oh, der Sprung war ziemlich scheiße. Hast du über New Nintendo Switch gehört? Naja, das, was bekannt ist. Oh, jetzt schon Ziel? Echt? Okay, ging ja wohl klar dann eigentlich. Wobei... Nein! Was? Wie wenig Ehre kann man haben? Das ist unglaublich. Ich habe das halt nur ausgelöst, weil ich dachte, vielleicht gibt es noch Leben oder so. Ich habe ans Gute im Menschen geglaubt. Ans Gute. Und wie immer in so einem Fall, fällt man auf die Fresse. Denn die Menschheit ist nicht gut. Sie ist böse. Böse durch und durch. Ja, ihr findet das geil. Ist mir schon bewusst. Ja. Sag ja, die Menschheit ist böse. Sie ist einfach böse. Random Ego Markus, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Du bist wenigstens nicht böse. Alle Mitglieder sind lieb. Nein, aber komm, was war denn das? Muss das sein? Sowas Ätzendes einfach. Klar, es ist schon wie eine Falle aufgebaut, aber... einfach nicht wahr sein. In einem Level, was schon geschafft war. 2 Leben weg. Minimum. Folgt das dritte? Das Einzige, was tröstet, sind die 3 Leben. Ah. BTF. Erster, der es zurückgespielt hat, ja, glaube ich. Selbst schuld. Ja, an sich schon. An sich schon. Man darf halt nicht an das Gute glauben. Das ist ein großer Fehler. Leider. Patrick D., danke für 2 Münzen. Und Lehmaster 1, Mr. Pet 2, alle mal F in den Chat. Ja, guter Zeitpunkt. Könnt ihr gerne machen. Dann machen sie sogar schon. Machen sie sogar schon. Such den guten Anwalt. Ja, ich wechsle die ziemlich häufig. Bräuchte echt mal einen guten. Oh, man. Don't enlighten the moonlight. Weiter geht es. Ist immer noch so heiß, obwohl ich schon aufgemacht habe. Moment, da ist schon das Ziel? Was ist das für ein Troll-Level jetzt?
Es hieß doch, man soll das Licht nicht anmachen, ne? Habe ich jetzt aber schon gemacht. Ist egal. Versteh's nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass da vielleicht irgendwas war, was mich ja. Okay. Man darf den Moon nicht auslösen, sonst kann man das Level nicht mehr schaffen. Also wir versuchen es nochmal, aber wenn ich ihn auslöse, ist vorbei. Frage ist nur, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Oh Mann. Aber da oben, diese Stachelblöcke sind trotzdem noch da. Ich dachte, da wäre irgendwas, was mich beschützt. Ist aber nicht so. Was muss man denn dann da machen? Da ist sogar ein Bumbum da oben. Was ist denn das? Was ein Schwachsinn, Alter. Lass mich in Ruhe. Alex Lounge, danke für VIP-Sub. Oh. Luigi, es brennt. Ein Level. Lava steigt. Geil. Genau, der Mond muss vermieden werden. Richtig. Das war das Ding. Wie heißt das hier? Don't be too greedy. Okay. Oh, verdammt. Wenig Zeit. Ich hab schon viel zu lange rumgetrödelt. Wir sollen nicht so gierig sein auf die Münzen, alles klar. Dann ignoriere ich einfach alle. Hä, was soll das jetzt sein hier? Was ist das denn für eine Blindjump-Scheiße? Junge, das ist doch nicht zu fassen. Mann, Luigi, warum kriegst du nur Müll? Das gibt's doch nicht. Als ob. Big Boost Mansion. Es schmeckt nach Salz. Aber jetzt langsam echt, ey. Es sind wirklich so viele Invisible Coin Block und Troll Level mittlerweile im Umlauf. Das war bei Mario halt noch nicht der Fall, ne? Da waren die Level manchmal asozial oder schlecht designt, aber sowas hatten wir kaum. Ja, aber auf sowas habe ich Bock, weil das ist eine Challenge, das ist schwer. Das will ich spielen. Der Rest ist zum Kotzen. Ja, moin. Ist klar. Deine Jumps sind toll. Ja, machen mir auch sehr viel Spaß. Boah, mehr Glück als Verstand. Hatte die Hoffnung, dass da was ist. Okay, Checkpoint. Eigentlich will ich das Level dann durchziehen, wenn wir jetzt schon zu einem Checkpoint kommen, aber jetzt wird's random. Oder? Nee. 1, 2, 3. Also 3 Challenge-Räume, okay. Liebe deine Videos. Danke fürs Anschauen, mein Lieber. Ja, okay, geht klar. Geht klar. Geht völlig klar. Die Switch? Ah ja, stimmt, für die anderen Räume. Alles klar. Denkst du, dass bald ein N64 Mini kommt? Wäre schon mal Zeit, ja. Aber Nintendo ist ja irgendwie nur, obsessed mit ihren NES und SNES-Spielen. Den Rest haben sie scheinbar vergessen, dass es überhaupt existiert. Oh, viel Zeit verloren. Ja, okay. Also, das scheint hier sozial gestaltet zu sein. Im Gegensatz zum Anfang. Gut. Schau deinen Stream am TV und am Handy. Oh, next level shit.
Wahrscheinlich damit du es in heftiger Quali sehen kannst und gleichzeitig schön im Chat abgehen kannst, oder? Ja, das ist nicht unklug. Was ist das denn jetzt hier? Was soll das? Bin ich einfach durch? Habe ich mir fast gedacht. Kann ich nicht. Muss ich jetzt nochmal so einen P-Switch aus dem ersten Raum holen, oder was? Hä, aber ich komme ja auch nicht mehr zurück. What the fuck? Okay. Glück gehabt. Aber sowas geht auch gar nicht. Ich meine, was soll denn das? Ah, Moment mal. Muss ich, glaube ich, zurücknehmen. Also, ja, es ist schon schwer, aber der Raum ist gespiegelt im Vergleich zu dem davor, habe ich gerade gesehen. Und den einen Block, der ist genau an der Stelle, wo der P-Switch ist. Aber wer checkt das denn? Aber gut. Kann man machen. Ist böse, kann man machen, ja. Zuschauer generieren. Ah, ich weiß gar nicht, ob das als zwei Viewer gewertet wird. Weil YouTube checkt ja auch die IP-Adresse und so. Aber trotzdem, danke. Jetzt könnte er dann aber schon langsam beenden. Warum nehme ich die Münzen? Das ist nicht gut. Geh da rauf. Hört das auch mal auf? Wobei, hier war es ja auch wieder gespiegelt eigentlich, ne? Vielleicht interpretiere ich da aber auch mehr rein, als da war. Ich Lost Boy habe aber gerade die ganzen Münzen weggenommen und komme da nicht mehr rüber. Stelle ich gerade fest. Wie dumm bin ich eigentlich? Brauche den P-Switch eigentlich nicht. Und ich kann da, glaube ich, nicht mehr rüberkommen, oder? Nein, hervorragend. Hervorragend. Weil du alles in diesem Level riechen musst. Und natürlich auch nichts resetten kannst. Was soll denn die nackte Röhre? Aber über sowas mache ich mir schon keine Gedanken mehr. Andere Probleme hier. Also nochmal. Alles von vorne. Juhu! Ich habe die letzten Münzen aber auch unbewusst eingesammelt. Oder ich musste vielleicht irgendwas ausweichen. Ich weiß es nicht. Ich wusste halt nicht, was kommt, so, ne? Tut mir leid. Tut mir leid. Dauert ja zum Glück nicht lang. Zumal wir auch wissen, was zu tun ist. So. Ich glaube, ich mache gleich komplett auf. Weil, gefühlt wird es immer heißer. Skip doch. Nee, wir schaffen das Level. Wäre dumm, es jetzt zu skippen. Ich bin sicher, wir sind so gut wie durch. Das war wahrscheinlich der letzte Raum, weil ich sterbe immer im letzten Raum. Ihr wisst doch Bescheid. Ihr wisst doch Bescheid. Doch immer so. Warum ist das so heiß hier? Okay. Komm, Sack zumachen. Wir kriegen ja auch mindestens ein Leben wieder zurück. Auch ein Grund, warum ich hier noch weitermache. Noch sind wir nicht im Minus. Livestreams buggen voll. Nein. Also jetzt keine scheiß Münze einsammeln. Eigentlich sieht man es auch, ja. Eigentlich sieht man es auch. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, was mir da vorhin passiert ist. Auf jeden Fall war es lost. Also das war meine Schuld eigentlich. Er übertreibt es zwar ein bisschen, aber
Das darf mir trotzdem nicht passieren. Na komm, stirb. So, und jetzt ab ins Ziel. Ja. Absolut selber schuld. Absolut selber schuld. Den Fail muss ich auf meine Kappe nehmen. Aber immerhin zwei Leben bekommen. Ich mach mal das Fenster komplett auf jetzt. Bei dem Wetter wird wenigstens auch kaum einer rumlaufen. Oh, ist das schön kühl. Oh. Oh mein Gott, ist das geil. Es regnet. Beste, beste Leben. Heftig. Weiter. Ich hab einen Ventilator, du hast keinen. Doch, ich hab einen, aber den kann ich halt während dem Stream nicht anmachen, sonst würdet ihr den hören und das wäre irgendwie ein bisschen doof. Alex Lounge, ich weiß nicht, ob ich schon gedankt habe, aber vielen Dank für dein VIP-Sub, falls ich es vergessen haben sollte. Webi Alfator, danke für 10 Münzen. Mach weiter, so schreibt er. Flo CSD für 2 Münzen. Große Grüße aus Island. Bin gerade dort auf Urlaub. Oh, da ist das Wetter gerade mega geil. Luna, danke für 5 Münzen. Hat auch viel Spaß und Glück bei den Leveln. Raumschiff war echt heftig. Das hat es nicht verdient. Richtig. Aber Helden tot, gestorben. Diemann, danke für 2 Münzen. Liebe dich und deine Videos. Bitte mach weiter so. Feier dich als Let's Player. Haben wir sonst alles? Ja, schaut gut aus. Dann nächstes Level. Wir wollen diese erste Map heute vervollständigen, wenn das ginge. Genau wie wir es auch mit Mario gemacht haben. Bei dem haben wir ja auch die erste Map im ersten Stream beendet. Oh Gott, was ist das jetzt? Aber ist wieder gestiegen, habe ich gesehen. Ja, so auf runter. Oh, zum Glück bin ich da jetzt nicht krepiert. Hab ich gar nicht bedacht, dass das natürlich nur temporär meinen Weg ebnet. Okay, Helm, chillig. Lol. Wieder ein Level von Bachelor of Art Design. Oh no. Kamek, hau ab. Und ja, es ist ein fucking Kamek. Magie Koopa ist nur die Bezeichnung der Spezies. Ja, schöner Blindjump. Aber gut, solange nichts passieren kann. Wobei, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ja was passieren können. Wie hoch steigt denn die Lava? Nee, okay. Grüße aus Kroatien. Ja, Grüße zurück. War auch schon ewig nicht mehr dort, ey. Scheiße. Scheiße! Wie komme ich da überhaupt hoch? Achso, mit Spinjump, oder? Ja, gut. Gut. Leck mich. Krieg ich da 9? Oder warum hängt da ein Helm? Ja, tatsächlich. Da ist auch die rote Münze. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man die nicht braucht. Aber wenn, bin ich RIP. Ne, warte mal. Plan, ich hab einen Plan, Leute. Na, schieß doch, du Scheißteil. Wobei, das ist viel zu schnell. Ich brauche halt eine Shell, die ich werfen kann. Also, eigentlich wird mir jetzt auch die Zeit zu knapp. Ich muss fast riskieren, dass... Was soll das? Dass man die nicht braucht, die roten Münzen. Ich muss es riskieren. Ich fürchte, man wird sie brauchen. Ja. Switch. Der ist da unten. Der ist wieder unten. Ja toll, man fällt da runter. Und was mache ich, wenn die Lava zu niedrig, zu hoch ist? Ich kann jetzt wieder nichts sehen. Ich kann wieder nichts sehen. Was soll das? Ich muss mich jetzt bei dem Kettenhund treffen lassen, um zu schauen, ob die Lava... Na toll, ich sehe trotzdem nichts. Glück gehabt. Aber eigentlich kannst du hier doch auch sterben, ne? Und wir sind...
Oder? Ich weiß nicht, ob der P-Switch respawnt, aber ich würde was probieren wollen. Geht ja gar nicht. Ich komme jetzt nicht in die Tür rein. Ja, dann habe ich nur die eine Möglichkeit, ich muss die schießende Shell irgendwie aufhalten. Dem Helm dagegen springen. Boah, holy shit. Ja, genau. Das ist perfekt. Ich kotze. Ich kotze so hart. Mit Kettenhunden hätte ich übrigens spinnen sollen, ja. Warum fällt mir das alles erst später ein? Und wieso krieg ich die Scheiße nicht gefasst? Ich versuche aber noch bis zur letzten Sekunde. Komm, komm, komm. Oh, WTF. Schieß doch, du Scheißteil. Mann, du willst mich doch komplett verarschen. Ab zur Seite. Komm. Gib her. Lost. Sekunden. Das ist nicht machbar. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Was? Der P-Switch. Ah doch, der ist er. Da ist er. Volles Risiko. Aktivieren und runter. Bruder? Bruder? Das habe ich nicht verdient, oder? Das habe ich doch echt nicht verdient. Dreck, benimm dich bitte. Wieder was auf Zeit. Okay, komm, go, 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 fahr. Ja, ich glaube, hier verbraten wir nur unser Leben. Dann, weiter. Er hätte auf die Wippe stellen sollen. Na, ist doch egal. Ist doch egal. Außerdem, warum? Das wäre mit der Wippe trotzdem nicht gegangen. Ist scheißegal. Ist scheißegal. Es hat nicht gereicht. Und um das ist das. Was soll das? Was ist das für ein... Genau, jetzt noch schön in den Sack treten. Autoscrolling? Was? Mal schauen. Aber nur noch 10 Leben. Nur noch 10 Leben. Beste. Soll ich den werfen? Hat sich erledigt, würde ich sagen. Okay. Sieht aber zumindest interessant. Machen wir noch einen Versuch. Ich befürchte aber, Luigi hat kein Glück. Er wird den Rekord von Mario nicht brechen können. Die Belastung bei ihm ist einfach nur real.
Hey, kann man die Scheiße nicht aktivieren? So, mit den Kisten, oder? Ja, gut. Wahrscheinlich nur mit den Kisten möglich. Yippie. Oh, geil. Jetzt ist der hier auch noch unterwegs. Ist da ein Pilz drin? Jetzt ist da ein Leben. Jetzt ist da ein Leben. No way. Übertreib halt noch mehr. Aber noch leben wir. Scheiße, der Bulli muss weg. Man stirbt doch. Stirb doch endlich, du scheiß Bulli-Schwein! Und Luigi, hör bitte auf, die Kisten zu nehmen. Ficken! Das ist unfassbar. Ich hab kein Glück. Ich hab heute einfach kein Glück, bei nichts. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Da reißt man sich den Arsch auf und dann... Ich dachte, man könnte in der Start-Area nichts bauen. Das haben sie doch geändert in Mario Maker 2. Skill-Time. Fand ich auch. Und dann fallen einfach Bob-Obs runter. Dann fallen Bob-Obs runter. Oh nee, kopfüber. Ich hab fast noch keins solcher Level gespielt. So. Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, wo man rauskam. So, ja, bestimmt, wir hatten ja einen Stern, ne? Wenn du einmal falsch gehst, ist schon aus. Ist schon aus. Warum kriegen wir denn nur so blöde Level? Ah, du musst sofort erkennen, in welche Röhre du musst. Sonst schaffst du es nicht. Ich hab die Hoffnung, dass das Level aber nicht so lang ist. Jetzt geht's doch noch kopfüber weiter. Ich hab da kaum Übungen drin. Gott. Warum greift er? Digga. Muss los. Muss ich überhaupt hin? Ach so, einfach nur rüber. Das Level ist doch nicht so kurz, wie ich dachte. Da ist ein Checkpoint. Juhu. Belasto. Aber so weit von. Giftpilze sieht man auch viel zu selten, das stimmt. Boah, an der Stelle hätte ich drauf verzichten können. Was jetzt? Muss ich den da reinschicken, den blöden Cooper-Panzer? Ja, na klar. Damit der hier die Schalter... Ah, ich will.
Kannst du das eigentlich hier? Getimed? Gut. Schaffen. Ja. Und jetzt? Wenn ich hier jetzt sterbe. Okay, das ist das Ziel. Ich lass mich noch mal treffen, zur Sicherheit. Und jetzt könnt ihr mich alle mal. Nicht ihr, aber die da. Oh. Das kostet schon echt viel Energie. Ich habe heute noch nichts Gescheites gegessen. Voll dumm. Aber hey, Luigi, es sind nur noch 5 Level. Oder? Ja. 5. Und wir haben 8 Leben. Oh, komm, bitte, jetzt irgendwas, wo wir Leben farmen können. Bitte. The Claw Machine. Das klingt eigentlich sehr gefährlich. Oder? Life Jumps sind Rest in Peace. Oder? Ja, was soll das hier? Es tut weh. Es tut weh. Sehr weh. Nur noch 7. Vielleicht gehen wir auch heute Game Over und machen die Karte nicht voll. Es sieht leider noch aus. Wieder Red Coins, ja. Okay. Ich will damit zeigen, dass in jedem Raum eine Red Coin ist für den Schlüssel. Das wäre mir auch so klar gewesen. Einfach nur darauf. Das geht ja noch. Draußen donnert. Auch weil das Wetter merkt, nur noch 7 Leben. Es droht der KO. Oh, komm, wenn wir so denken, dann passiert's auch. Wir schaffen das und wir kriegen in diesem Level 3 Leben, okay? Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig Münzen wir bisher sammeln konnten in fast jedem Level. Und nicht mal darüber hatte ich die Möglichkeit, Leben zu generieren. Unglaublich viel Pech. Ist hier wenigstens was? Stern. Oh fuck, ich brauche den zweiten doch, um hier wieder zurückzukommen. Okay. Aber bis jetzt geht's. Bis jetzt geht's. Kann den Stern sogar hier noch ausnutzen vielleicht? Ein Pilz? Oh lol, und ich komme hier sogar als Großer durch. Das war so nicht geplant. Also Vorteil für mich. Komm, das Level, das schaffen wir auf jeden. Muss sein einfach. Mein Beileid schon mal. Danke, Sharp Emoji. Okay, ich sollte vielleicht während einer Schlangen-Session nicht auf den Chat achten. Selber schuld. Scheiße, Mann. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich wieder sowas von selber schuld. Das, obwohl ich euch nur Aufmerksamkeit schenken wollte. Das darf doch nicht bestraft werden. Wie lange geht das hier noch? Den letzten Raum übertreibt er, oder was? Oh.
Genau im richtigen Moment hat hier der Platzregen gerade eröffnet übrigens. Dass er auch einfach fast dreimal denselben Raum macht. Wenn er keine Ideen hat, dann soll er das mit den roten Münzen doch einfach lassen, oder? Also jetzt bin ich echt gefrustet. Jetzt bin ich mega gefrustet. Leck mich. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Chat ist auch wieder Gold. Blöd, ne? Donatet mir nie wieder was, nein Spaß. Naja. Lass es wenigstens jetzt schaffen. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwo Leben generieren. Außer durch einen schönen Sprung ins Ziel natürlich. Würde dann aber auch wieder nur auf 7 zurückstellen. Ich muss dir einfach vorstellen, das wäre ein Premiere-Video. Aber da muss ich ja auch auf den Chat achten. Das hilft leider nicht. Ich hatte aber wirklich heute auch einige Lost-Situationen. Klar, also ich finde schon, wir hatten heftig Pech, aber gab auch echt viele Aussetzer. Und hier siehst du leider, dass das Ganze nicht für den großen Luigi konzipiert wurde. Wir kommen da kaum durch. Aber... ja, und das hier ist auch mit Absicht so, dass du da diesen Long Jump machst und dann zu hoch springst. Muss ich mich aber treffen, das geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich sterbe jetzt nochmal. Komm, das kannst du mir nicht antun. Das kann man das Spiel wirklich nicht antun. Ist auch gleich vorbei. Komm. Was eine Scheißstelle für so einen Sprung. Alter, er macht das mit Absicht. Er macht das alles komplett mit Absicht. Aber durch. Kann man hier durchlaufen? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Glaube nicht. Ich rutsche lieber. Deswegen war da ja auch der Pilz, oder? Kann ich den nicht eigentlich nochmal bekommen und dann ja durch die Tür? Schade. Unterzuckert. Hab schon Hunger, auf jeden Fall. Das wirkt sich halt ein bisschen auch aufs Gameplay aus, aber jetzt muss das Ziel her. Jetzt muss das Ziel her, auf jeden Fall. Im Ernst? Er macht seinen Scheiß noch weiter. Vor allem dieselbe ideenlose Kacke. Warum? Warum? Und dann nicht mal ein Pilz. Gar nichts. Oh nein. Das triggert, weil halt auch nichts vorwärts geht. Oh nein, was passiert da? Ich spüre Erschütterungen. Irgendein Scheiß passiert gleich. Ja, irgendwas kommt von da oben runter. What the hell?
Soll ich das mitnehmen, das Teil hier? Das Bowser. Oh Gott. Das soll ich jetzt als kleiner Dude hin? Das ist doch nicht machbar. Wofür ist das scheiß Trampolin? Ach so, oh, okay. Ja, jetzt erstmal wieder zurück. Das Trampolin ist dazu da, um hochzukommen. Da, wo ich vorhin versucht habe, hochzuspringen. Alles klar. Aber er kann das nicht ohne Power-Up machen, ernsthaft. Er kann das nicht ohne Power-Up machen. Junge, chill. Ich habe gerade, glaube ich, die größten Aggressionen gegen dieses Level von allen bisherigen heute. Es triggert so dermaßen. Gehen wir jetzt durch. Der Schlangenblock-Passage. Ja. Oder geht das Ding noch weiter? Nein. Okay, dann wünsche mir mal Glück. Ich habe auch noch kein richtiges Level heute gesehen. Ich habe Mitleid mit dir. Dankeschön. Reset-Tür oder kann man sich hier auf... Putsch. E-Switch? Also. Warum auch immer. Habe ich jetzt noch einen Schlüssel? Oder war da noch eine Schlüsseltür? War das die von vorher? Ich habe keinen Plan. Aber jetzt geht's um alles. Okay, es gibt Feuerblumen. Es gibt Feuerblumen. Aber ich muss ihn besiegen, ne? Ah, er hat den finalen Schlüssel. Gut. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Ich dachte wirklich, man müsste da durchhuschen oder über, mit dem Trampolin über ihn drüber springen. Oh nein, er hat mich ja eingesperrt. Das darf nicht wahr sein. Spring doch weg! Spring weg! Oh. Kann man so viel Pech? Kann man so viel Pech haben. Vor allem in 80% der Fälle, wenn das passiert, springt er wenigstens einmal, dass man noch eine Chance hat. Kommst du jetzt mal runter? Oh, Bruder. Ich halte jetzt extra Abstand. Damit so eine Scheiße auf jeden Fall nicht nochmal passieren kann. So lost. Ist halt so. Ist halt so. Oh Mann. Warum kein Wandsprung? Ja, keine Ahnung. Hätte man entweder von der Höhe nicht geschafft oder ich kann nicht mehr richtig denken. Leute, ich hab so Hunger. Ich mach nur Scheiße gerade. So Hunger. Fuck. Also ich gebe mir auf jeden Fall eine Teilschuld, aber ich weiß nicht, ob man es mit dem Wandsprung wirklich geschafft hätte. Keine Ahnung. Ich hab halt auch echt auf seinen Jump gewartet, so. Der nicht kam. Alex Lounge, Anime.de, Tizian Broken, Bugfish Pirat, Lux und Fabian S. Vielen Dank euch allen für VIP-Mitgliedschaft. Schaffen wir noch das Ende der Map. Super Parkour. Wie viel Alkohol nach dem Stream? Weiß ich nicht, ey. Ich glaube, ich werde mich erstmal vollfressen. Je nachdem, wie erfolgreich wir sind, wird...
Ich möchte wirklich einfach nur noch ausmachen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich natürlich auf ein scheiß Auto-Level eingestellt. Und was kommt? Doch, ist sogar eins. Und den Sprung soll man mit dem Auto machen? Weg ist es. Je nachdem, wie erfolgreich wir noch sein sollten, wird das Menü ausfallen. 2D-Adventure. Alles klar. Ich weiß noch nicht genau, wie hoch die Siegchancen hier sind. Also am Anfang dachte ich halt, RIP, mittlerweile... Oh, wir müssen das unbedingt schaffen. Endlich mal ein Lichtblick. 3 Leben. Komm schon, wir müssen es schaffen. Egal was kommt, ich muss durchziehen. Hab Erbarmen, hab Erbarmen. Checkpoint. Was kommt von da oben? Pilze, okay. Oder? Oh, yes! Acht Leben! Beende den Stream, wenn du nicht mehr kannst. Nee, wir ziehen jetzt durch die eine Map. Über Mario, es muss sein. Muss sein. Jetzt ist auch wieder Motivation da, durch die 3 Leben. Ehre. Black Dave, danke für eine Münze. Und No Name für 3,40. Perfekt zum Sonntag, gönn dir nachher Essenspause. Danke für die Videos, schaue dich seit 2012. Und über Tippi. Bombasti mit 5 Münzen. Erst das Heimatdorf bei Pokémon Go von Team Rocket befreit, dann noch einen Döner mit Doppelfleisch gemampft und nun noch ein Livestream. Was ist eigentlich dieser Pokémon Team Rocket Modus, der gerade umgeht in Pokémon Go? Ich habe das nämlich gar nicht so verfolgt, aber selbst meine Freundin amtet dem Scheiß hinterher. Könnt ihr mich aufklären? Was ist passiert? Was macht Team Rocket in Pokémon Go? Oh nein, ein Speedrun. Das brauche ich doch eigentlich gar nicht versuchen. Das versaut mir nur mein Leben. Ja, also ich würde es liebend gerne spielen, aber das versaut mir nur meine Leben. Das können wir nicht durchziehen. Das muss weg. Weil dafür habe ich mir jetzt nicht meine 3 Leben hergesaugt, dass ich die gleich wieder alle verbrate. Solche Level sind ja auch drauf ausgelegt, dass man ab und zu mal stirbt und dazulernt. Also für diese Challenge halt wirklich nicht geeignet. Eigentlich hätte ich es direkt skippen sollen, aber okay. Sammle alle Münzen. Ja, das passt schon besser. Auch wenn ich mir immer so meine Gedanken mache, wenn es heißt, sammle alle. Level Design ist auch wieder ganz geil, so. Man kann gegen Team Rocket kämpfen. Und was bringt das dann? Und welche Team Rocket-Mitglieder sind das? Sind es Jesse und James? Pokémon ist mir zu cringy. Wieso das? Pokémon ist geil. Also, zumindest teilweise. Es ging zuletzt bergab, ja, aber Pokémon ist trotzdem cool. Alle Stops waren schwarz.
Ja, stimmt, mit so Team Rocket-Icon, ne? Hab ich auch gesehen. Aber kriegt man dann da bessere Items oder ist das einfach nur ein anderes Skin sozusagen für die Stops? 7 Versuche, komm, das schaffst du. Ja, bisher ist das Gefühl bei dem Level auch in Ordnung. Und vor allem, da es 300 Münzen sind, kriegen wir auch automatisch 3 Leben. Wenn wir es schaffen. Dazu darf ich aber auch nichts verpassen. Und das Design ist... Ne? Tut ein bisschen weh. War hier noch was? Nein. Es sind Rüpel. Ach, nicht mal Jesse und James? Wie billig. Oh, okay. Gut, dass ich das noch gesehen habe. An Pokestocks kann man gegen Team Rocket kämpfen und Items gewinnen. Okay. So, jetzt muss ich aber zur Glocke wechseln. Jetzt können wir da nicht drauf. Lass dich bitte fallen. Selbst die unsichtbaren Blöcke zählen dazu, ne? Dann hoffe ich mal, dass es bei denen hier bleibt. Ziemlich langer Level offensichtlich. Ich glaube, wir kriegen dann später auch Zeitprobleme. Ich habe jetzt erst 70. Moment mal. Man kann ein besonderes Pokémon bekommen. Echt? Welches denn? Dunkles Lugia wäre geil. Wobei, macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Hat nichts mit Team Rocket an sich zu tun, aber würde halt gut passen vom Flair. Man kann Evil Pokémon befreien. Ach so. Also die haben so seltene Pokémon halt bei sich und wenn man sie besiegt, dann kriegt man die, weil man sie halt befreit hat, oder was? Das Konzept klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Also generell mehr Items, mehr stärkere Pokémon. Okay. Münzen kriege ich für die Gegner nicht, ne? Nee. Denke nicht. Oh nee. Und doch noch ein großer Bereich. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die letzten Münzen alle gespammt werden, aber nein. Jetzt wird es wahrscheinlich sogar schwer. Ja gut. Wir sind ja auch im schweren Modus, nicht wahr? Die Idee mit den Items hier finde ich aber gut. Was zum Teufel? Bloß nicht einquetschen lassen. Das ist ein Instant Death. Hä? Was soll mir der Pfeil sagen? Dass ich warten soll? Hat jedenfalls damit geklappt, ja. Wir haben jetzt erstmal mehr als die Hälfte, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Vorsicht, auf den Boden gucken. Nicht, dass vielleicht irgendwo mal ein Block fehlt. Aber nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Der, nicht der, nicht der. Warum so langsam heute? Ist mir zwar recht, aber wundert mich. Achso, weil es ein Riesen-Oschi ist, oder? Ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Also noch einen Kaffee kochen, einen Cheesy bestellen. Geht alles klar. Moment, was? Soll ich da jetzt mit einem... Hey. Ah, okay. Aber ich brauche die Münzen da oben, sonst haben wir verkackt. Das heißt ja alle. Hey, was? Die ist jetzt runtergefallen! Die Münze ist runtergefallen! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Sag bloß, ich kann das jetzt nicht mehr schaffen, weil die Münze runtergefallen ist, wofür ich nichts kann. Aber es muss so sein, Leute. Es muss so sein. Wir können es eigentlich nicht mehr schaffen. Das gilt auch für die hier. Das kann er doch nicht machen. Was ist das für ein scheiß Dreckslevel, dass die Münzen einfach zerstört werden können? Das kann er doch nicht bringen. Wie kann sowas denn online landen? Das Level gehört auf jeden Fall down genommen. Wenn es wirklich nicht gehen sollte, was ich aber befürchte. Weil es heißt alle. Richtig?
Ja. Immer muss mir sowas passieren. Betrug. Oh Gott, lol. Ja, also sowas kannst du nicht hochladen. Was soll das? Wie kann das online landen? In so gut wie jedem Fall wird diese Münze in der Lava verbrennen. Ich habe jetzt noch Hoffnung, aber... Warum kann ich nicht mal einen Bu geben? Das ist der ätzendste Softlock, den ich jemals erlebt habe. Warum soll es down genommen werden? Dein Ernst? Weil man es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht schaffen kann? Es einfach nur schlecht ist, sowas einzubauen? Huhn nicht vergessen. Er ging nicht, warum auch immer. Ach, er ging Game Over. Es ist aber auch zu kotzen. Nur Müll. Murmel. Luigi muss schon wirklich einiges aushalten. Und das Level war ja auch noch so lang, ne? Dann kurz vor Ende baut er so einen Müll ein. War ja nicht nur die eine Stelle, sondern auch die andere, damit ihn. Ja, egal. Es muss weitergehen. Kopf hoch. Oh, Pilz, 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 Pilz. Okay. Was? Lol. Ich muss das Ziel in einem Auto erreichen, nicht vergessen. Aber wie soll ich das machen jetzt? Okay, gut, gut. Das war sogar gut. Das war sogar sehr gut. Doch, es ist nicht kaputt. Aber ich glaube, ich kann nur noch einen Hit tanken. Ja. Warum? Was habe ich getan? Die Welt ist ungerecht. Ja, stimme ich dir zu, Hakan. Oh, so was von. Oh yeah. Oh. Warum? Warum tut man das? Oh, Brother, ja? Ja? Denken sowohl ich als auch Luigi jetzt gerade. Die letzten vier Leben! Wird wohl nichts mit Map abspeichern. RIP. Ja.
Ach, ist ja ein Feuer. Oh, bin ich lost. Na, bin ja wieder selber schuld. Okay, nicht aufgeben. Noch sind wir schließlich nicht tot. Da waren Sterne. Was? Aber egal. Also Blöcke runterkommen, habe ich schon direkt keinen Bock mehr. Hier, geiler Blindjob. I like that. Und gib mir was Tolles, danke. Bei Feuerblume wäre irgendwie besser, oder? Ach, da kommen unendlich raus. Alles klar. Aber diese Sumo-Dinger habe ich noch nie im Online-Modus gesehen. Warte, warte. Okay. Komm, das Level schaffen wir. Los, los, los. Wenn es nicht eskalieren würde. Bruder, ist das dein Ernst? Komm schon. Immer zu dem mit der Feuerblume. Nein, hör auf. Nein! Ich habe auf alles geachtet. Auf alles. Und dann stunt er mich. Mach aber weiter, weil ich es gar nicht so schlecht finde. Also der Blind Jump ist scheiße. Aber ansonsten ist das Level eigentlich ganz gut. Tatsächlich. Das war eine 50er Münze, aber nee du. Lass mal. Den Hammer habe ich noch da gelassen, oder? Ach so, komm mal. Doch, komm mal schon. Okay. Belasto. Was? Okay, hier jetzt immer auf die Seite mit dem Feuerbruder. Okay, der eine ist runtergesprungen von mir aus. Toll. Bringen die sich gerade alle um oder was? Können sie natürlich gerne machen. So, als hätte ich da was gegen. Ich lande hier mal kurz. Wenn's recht ist. Oh, man. Komm, gib mir den Fuffi jetzt. Oh, Digga. Oh, jetzt hol ich mir die Folter an. Was? Leck mich! Ich bin in deine Fresse gesprungen, du Scheiße. Ja, natürlich ist das ein Blind Jump. Woher soll man denn als erstes wissen, dass der Jumbo wieder hochkommt? Mir ist klar, dass der sich bewegt und wieder hin und her fährt, aber das siehst du einfach beim ersten Mal spielen. Deswegen baut man da erst gar nicht so ein Ding ein. Na, wir sind RIP. Wir sind RIP. Ich hab keine Hoffnung mehr. Zwei Leben, ey. Zwei Leben, Leute! Power-Up? Nein? Okay. Salt War.
Platz. Ich hätte gleich rennen sollen. Okay. Das war's für dich, Luigi. Letzte Chance. Und aus. Ja, es gehört dazu. Den KO zu akzeptieren. Toad wird es irgendwann ebenfalls probieren, die 30 zu knacken, aber Mario hat da schon ordentlich vorgelegt. Luigi hat alles probiert, aber er ist und bleibt eben nur derjenige, der das Haus aufräumt. Gut, danke für 3 Münzen, Axel 25, gönn dir nach dem Stream erstmal schön Spaghetti mit Garnelen und zum Nachtisch ein Tiramisu. Ja, hätte ich jetzt schon durchaus Bock. Nintendo Girly, 30 Münzen, schaue seit Zelda Breath of the Wild deine Videos, bester YouTuber, feier deine Videos. Vielen Dank, meine Liebe. Und Michi, 2 Münzen, willst du uns verraten, was das nächste Zelda-LP ist, von dem du gesprochen hast? Wie gesagt, ich weiß selber nicht, wann Projekte starten und das nächste, das startet, steht im Community-Tab für alle Mitglieder, also gerne da nachgucken. Oder einfach warten. In circa 2 Stunden geht's online. Danke fürs Mitleiden. Es war sehr salzig heute. Ein paar dumme Aktionen, aber auch richtig beschissene Level. Luigi muss sich jetzt erstmal ins Bett legen und sehr viel schlafen. Wenn Mario nach Hause kommt, dann bitte aber eine Erklärung brauchen. Ja, gut. Wünschen wir Toad in einigen Tagen viel Glück, was wir da brauchen, um hier zu bestehen. Also, euch noch schönen Restsonntag. Bye, bye.